Hey, ich bin Daniel und ich baue in Sims. So, und heute bauen wir ein Baby-Challenge-Haus. Schön, dass ihr reinschaut. Und ja, also es ist ja auch für uns für die Challenge relevant, würde ich mal sagen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich baue ein Baby-Challenge-Haus. Ich habe mir im Vorfeld natürlich so ein paar Gedanken gemacht. Ich möchte auf jeden Fall so eine Art Bungalow bauen. Und das Ganze auch mit kurzen Wegen, also dass man das für die Challenge ganz gut spielen kann. Mit allen Altersstufen, von Babys über Säuglingen, Kleinkindern bis zu den Kindern hinweg. Ja, also alle Bettenarten und natürlich auch so ein bisschen Space für die ganze Family zum Lernen und auch so ein bisschen, dass man die Aktivitäten mit reinbringt. Ich habe mir überlegt, ich mache so ein Bungalow, dass es eben auf einem Stockwerk ist, dann hat man das besser im Blick. Und ich würde auch gern so ein bisschen mal gucken, dass wir ja so zwei Flügel machen, also hier quasi der Mamaflügel und Küche und Wohnzimmer und hier vielleicht so ein großes Kinderzimmer. Ich möchte das alles schön offen halten, damit man, ja wie gesagt, kurze Wege hat. Und ich würde mal anfangen hier, ich fange immer gerne in einer Ecke so an mit der Aufteilung. Also wir machen hier mal so den Eingangsbereich, dann würde ich hier mal, sagen wir mal, erstmal so ein WC rein, ne? So ein Gäste-WC, und da können wir dann den Flur vielleicht reinsetzen. Dann machen wir hier vielleicht das Elternschlafzimmer, wo dann auch die Babywiegen reinkommen. Das ist so die Idee vielleicht, ne? Und dann können wir hier anschließend das Mama-Badezimmer mal einplanen, würde ich mal sagen. Und dann können wir mal gucken, ob wir da überhaupt noch was brauchen. Wir können mal dann hier irgendwo, ne, nach hinten raus vielleicht. Oder wir machen das nach vorne raus und hinten raus. Dann ja, würde ich mal sagen. Oder? Ich bin am Überlegen, weil wenn die Kinder alle zur Straße hin, das ist so ein bisschen... aber das Bad nach hinten, also ich würde da hier gerne so einen Spielbereich dann machen. So ein L-Formhaus. Ich probiere es mal hier, dass wir hier vielleicht das Bad reinsetzen. Und ja, dann mache ich das mal so. Ich hätte das Ganze ganz gern auf eine Plattform auch gepackt. Da können wir hier vielleicht so eine Terrasse machen, so einen Eingangsbereich. Dann haben wir auch die Hausform wieder ergänzt. Und hier hinten natürlich dann auch so eine Terrasse. Na, jetzt mal so grob, würde ich mal sagen, oder? In die Richtung. Vielleicht müssen wir da noch ein bisschen raus, weil der Küche, Esszimmer, Wohnzimmer muss ein bisschen mehr Space sein. Hier haben wir auch so eine komische Ecke. Vielleicht können wir auch hier noch ein bisschen rein, dass wir da vielleicht den Kleiderschrank oder sowas in die Nische reinstellen. Nischen sind ja immer, finde ich, sehr praktisch. Dann können wir hier vielleicht das auch nochmal machen, ne, dass wir hier dann eine Flurnische haben auf der Seite, und auf der Seite haben wir dann quasi irgendwie auch für so einen Kleiderschrank oder irgendwas so eine Nische, und hier kommt dann die Tür rein. Dann haben wir hier so ein bisschen den Flurbereich, hier diese Ecke, die stört mich noch. Ich würde dann auch gern, dass die Plattform hier überall eins höher machen, dass wir hier quasi ebenerdig reinkommen. Also nicht ebenerdig, aber ne, dass das hier die gleiche Höhe ist, innen wie außen. Dazu müssen wir jetzt mal erstmal alles hier hoch machen. Hätte man auch am Anfang machen können. Und dann würde ich sagen, klickt ihr erstmal den Daumen nach oben. Dann geht's auch schon richtig los. Danke euch. So, wir gehen weiter und wir schreiten weiter voran. Ich ziehe hier mal eine Wand rein, weil dann können wir das hier vielleicht wieder nach unten machen. Und dann können wir die Wand wieder rausziehen, und dann hat man hier mal, ne, so eine kleine Stufe drin. Ist jetzt nicht ganz barrierefrei, ne? Die Kleinen müssen ja auch erst krabbeln, aber die können auf jeden Fall auch eine Stufe runter ja, krabbeln, ohne Treppen steigen zu können. Und dann machen wir hier mal das Licht an, und dann haben wir da ein bisschen mehr. Genau, hier nochmal eins rein hier. Dann wäre das so ein bisschen. Jetzt gucke ich mal, dass wir mal ein bisschen anfangen mit den Türen und Fenstern. Ich probiere in dieser Reihe hauptsächlich mit dem Zusammenwachsen-Pack zu bauen. Aber es ist so ein Build, wo quasi 90% Basegame und Zusammenwachsen ist und dann vielleicht so 10% andere Packs. Dann habt ihr schon mal das allermeiste, falls ihr nur das Pack habt, ne? Und das Base Game. Und hier im Schlafzimmer nach vorne raussuchen, fährt das Fenster. Dann machen wir das hier ran. Und dann ist es, glaube ich, auch legitim, wenn ich sage, ne, ja, für den Rest, da könnt ihr halt nicht alles haben. Aber so ein paar Objekte möchte ich vielleicht mit reinnehmen, die aus anderen Erweiterungspacks sind. Aber dann ist es so, dass es nicht so schlimm ist, quasi, sage ich mal dazu, ne. Hier vielleicht den Fernseher, dann haben wir hier das Esszimmer. Und hier dann die Küche, da können wir dann kein Fenster einplanen. Hier ist das Bad. Und ich habe auch geguckt, wie viel Kohle ich habe. Also bei unserer Baby-Challenge.
das müssen wir so ein bisschen im Blick behalten. Es sind so um die 50.000, 60.000 Simoleons. Und ansonsten wird es ein bisschen kritisch, dann finden wir aber eine Lösung im Gameplay, hätte ich mal gesagt. So, dass wir das vielleicht vorschießen und dann nach und nach dann abziehen wieder von unserem Budget. Ich würde gerne bei so einem Bungalow, finde ich es immer ganz cool, wenn man hier oben macht, doch, hier mal so, dass man da so ein überstehendes Flachdach hat. Und das finde ich immer ganz schön, dann hat man so ein bisschen Schattenwurf, ein bisschen Dynamik mit drin und das Ganze dann auch nochmal schön abrundet mit so Säulen, wie wollte ich eigentlich sagen hier. Nicht mit so, hier machen wir das mal so. Let's do this, machen wir das mal hier und da auch oder nicht da, immer die Frage. Das wäre so ein bisschen einbunkern hier auch, hätte auch was, ne, wenn man das Fenster vielleicht so ein bisschen einbunkert und hier dann auch. Lass uns das mal so probieren. Es hat dann so ein bisschen was, ja, ich sag jetzt Dynamisches, aber ihr wisst, wie ich meine, dass es nicht so langweilig halt aussieht, dieses Haus. Und dann kann man hier auch nochmal so Quersäulen reinmachen. Kostet natürlich Geld, ist nicht gut für das Budget, aber ist, ja, optisch auch so ein bisschen was Besonderes. Jetzt habe ich hier gerade eine Idee, wenn wir hier nämlich nochmal eins rausgehen. Mit dem Dings, dann könnte man hier ein Hochbett rein, hier ein Hochbett, hier ein Hochbett. Dann hätte man schon mal hier richtig gut das aufgeteilt. Dann gucken wir mal weiter. Ich glaube, so weit ist das aber in Ordnung. Das Schöne ist ja auch, dass mittlerweile selbst bei Wänden nach unten, ne, dass man da, dass das Spiel das nicht so macht, dass man da so durchguckt. Also, ne, sonst blendet es ja die Wände immer aus, wenn dahinter ein Raum ist, aber bei so kleinen Dingern irgendwie macht er das nicht, finde ich voll cool. I don't get it why. War noch nicht immer so, ist mir jetzt erst letztens aufgefallen, finde ich ganz nice, aber okay, und dann gucken wir mal nach der groben Aufteilung. Ist ja ganz wichtig, erstmal hier die Kinderzimmer, würde ich mal sagen, zu probieren. Und da müssen wir natürlich gucken, dass wir hier eine Wickelkommode reinpacken. Wir nehmen die gleich, glaube ich, mit Mülleimer. Können wir den vielleicht... Ja, ist eigentlich... Ja, machen wir das mal hier noch hinten. Dann holen wir uns da die Kleinkinderbettchen. Die sind ja im Base Game. Dann machen wir erstmal hier weiter. Also wir brauchen... Ich habe so mir überlegt, ne, wie viele Betten machst du rein? Es ist immer so ein Durchlauf bei der Baby-Challenge, ne, dass die verschiedene Altersstufen auch haben. Aber ich würde es mal tatsächlich so machen, dass wir... Den Schreibtisch mal hier hin, weil der ist sonst so arg vor dem Fenster. Dass wir quasi mal hier für die Kinder und Teenager, falls ihr das mit Teenagern spielt, passen ja die Betten auch, dass wir hier mal 4 Betten machen, ne? Und bei den anderen auch so 3 bis 4 Betten auf jeden Fall. Das Coole ist ja auch, man kann auch mit den mit dem Base Game, also diese Betten kann man ja auch Kinder hier so, kann man ja auch diese Betten umbauen, ne? Also zu von Säuglingsbetten zu Kleinkinderbetten, was ich sehr schön finde. Ich würde das jetzt mal in die Richtung hier packen, da müssen wir auf jeden Fall noch Vorhänge davor setzen. Und dann hat man rechts und links so ein bisschen Space auch noch vielleicht für die Spielsachen oder so ein bisschen was in die Ecken, ne? Also dass wir mal so ein bisschen das luftig einplanen, finde ich ganz gut. Und dann hier natürlich die Kleinkinderbetten, ne? Also weil wir ja trotzdem, also es ändert ja nichts, dass man die umbauen kann, dass man ja trotzdem mehrere Altersstufen hat in, also gleichzeitig Kleinkinder und Säuglinge, dass wir dann da natürlich ein paar mehr brauchen, aber wenn man zum Beispiel 4 Säuglinge hat oder so, dann kann man hier eins umbauen, falls man 4 Kleinkinder hat, kann man hier eins umbauen, ne, zum entsprechenden anderen Bett. Das ist ganz cool. Ja, hier dann das Bad so rein, finde ich, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und hier können wir dann gucken, ob wir da auch nochmal so eine Spielecke machen oder irgendwas. Und dann holen wir uns mal, machen wir mal die Türen hier hin, dass wir da rauskommt auch noch. Und dann können wir, ja, vielleicht machen wir das hier auch nochmal eins größer. Das ist das Bad hier, die Ecke bringt uns ja hier gar nichts irgendwie. Das ist so eine tote Ecke, was machst du da rein? Das ist die Frage, ne? Und dann machen wir in die Mitte quasi diesen Spielteppich und sowas rein, ne? Das ist, glaube ich, ganz cool. Ah, ist eine schöne Deko hier überall. Müssen wir auf jeden Fall alles reinbringen hier auch noch. So ein süßes Kramsi hier. Okay.
Er ist auch so. Also mal gucken, was wir hier noch alles haben. Da brauchen wir diese neue Spielmatte, die ich wieder nicht finde. Wo haben sie die wieder einsortiert? Ist ja wieder toll. Ah, ich habe Base Game an. Ja, dann ist da mal klar. Okay, also hier haben wir das. Und dann können wir hier vielleicht auch noch so ein paar Töpfchen machen. Ist das so unsere Wickel- und Töpfchen-Ecke hier? Das wäre doch, glaube ich, ganz sweet, oder? Das ist, glaube ich, ganz gut. Oh ja, die neue Spieltruhe, die brauchen wir auch noch irgendwo. Dass man das auch nochmal vielleicht hier in die Nische rein, ein bisschen in die Nische reinsetzt. Und dann ist das zentral alles erreichbar. Sehr cool. Ja, auch noch hier, ne, so ein bisschen das, oh ja, die Rutsche hier aus dem Bonusding, die mache ich auch mal bei mir rein. Können wir vielleicht so einen Sandkasten machen und ein Baumhaus und sowas, ne? Da ist auch schon das Baumhaus, das setzen wir mal hier hinten hin. Ich finde das so cool, dass man das auch so leicht schräg machen kann. Dann sieht das ein bisschen organischer aus, wie wenn man das immer so gerade macht, weil das Baumhaus, was sie bauen, ist dann auch so gerade, ne, im Kästchen quasi. Und wenn man schon so, wenn man da oben schon nicht richtig bauen kann, dann will ich das so ein bisschen schräg haben. Wisst ihr, wie ich meine, dass es nicht so, nicht ganz schräg und nicht gerade ist, damit das so ein bisschen dynamischer aussieht. Dann können wir hier mal gucken, dass wir hier vielleicht, machen wir so einen Sandkasten hinten hin. Wir haben auch da so ein schönes Vordach bekommen, das müssen wir mal suchen. Weil damit kann man vielleicht den Sandkasten überdachen oder so, dass das so ein bisschen sonnengeschützt ist oder... Ja, ist natürlich nur optisch. Ist auch ein bisschen klein, merke ich jetzt gerade, aber vielleicht können wir das hier irgendwie so ein bisschen spielplatzmäßig machen, dass dann hier so der Sandkasten ist. Und dann hier die Rutsche, ne, irgendwie rein und dann müssen wir dann mal gucken, dass die auch aneinander sind hier. Erstmal bb.moveobjects an, ja. Wir haben ja jetzt auch das große Cheetah-Mauspad und auch das kleine in vielen weiteren Designs zusammen mit der Community entwickelt. Da könnt ihr mal reingucken. Habt ihr nämlich alle Cheats und Shortcuts immer im Blick und jetzt gibt es auch mehrere Farben und Motive, wie gewünscht von euch. Das ist ja cool auch geworden. Danke nochmal an alle, die was dazu beigetragen haben. Okay, dann haben wir das mal gebongt hier. Also ich gucke jetzt mal auch noch, ob wir unsere Küche da gut reinkriegen, weil das wäre, glaube ich, nicht so schlecht. Und wenn man hier dann auch nochmal ja, es ist ja Design. Nehmen wir jetzt eine Base-Game-Theke oder was machen wir hier? Jetzt haben wir noch traumhaftes InDesign, weil ich bin so ein bisschen im Überlegen. Vom Stil her wäre traumhaftes InDesign immer ganz gut noch. Und auch für die normalen Zimmertüren, wo ich ja diese Türen immer so gern habe. Und das passt auch perfekt zu diesen Fenstern und so zu diesem Stil. Was glaube ich, ganz nice wäre. Oh. Es kribbelt in den Fingern. Ich glaube, traumhaftes InDesign ist noch erlaubt, oder? Wenn man traumhaftes InDesign... Bei Theken ist es auch gar nicht so schlimm, wenn man das Pack nicht hat. Die werden tatsächlich mit Basegame-Theken ersetzt, also die verschwinden dann nicht. Das ist dann gar nicht mal so blöd. Ansonsten können wir auch einfach das hier nehmen, oder? Nehmen wir jetzt sowas. Ist so eine Küche da? Das ist halt immer... Küchen mag ich eigentlich immer gern schlichter. Aber lasst uns mal die dann probieren. Dann nehmen wir mal die Basegame. Ich versuche es mal wirklich... bisschen strenger mit mir selber Basegame-mäßig einzurichten. Dass wir das so vielleicht machen, dann können wir hier vielleicht so eine Bartheke auch dann machen. Ne, dass man hier dann für die Kinder zum Frühstücken oder so. Und dann kommt hier noch so ein Hochstuhl dazu. Also ich, wie gesagt, ich mache jetzt die grobe Planung. Ihr dürft mir gerne kommentieren, wie wir das alles machen sollen. Aber ich würde mal sagen, so ist, glaube ich, mal nicht so schlecht. Lasst uns das mal so irgendwie einplanen. Hier so ein bisschen Barhocker gleich mal rein. Das ist auch mal gut für den Platz. Dass man da ein bisschen Space hat. Welche sind da? Ja gut, die neuen da, die Industrial möchte ich eigentlich nicht aus dem Pack haben. Die sind so ein bisschen, ja. Nee, das will ich nicht. Dann nehmen wir mal die hier. Die sind im Base Game dabei. Die sind auch ganz schön. Mal, passt das von dem Holz her? Nicht wirklich, aber das eine könnte hier noch gehen. Ich würde das mal, oder wir machen die, ja, schwarz oder weiß, ne? Wird natürlich hier noch schön gemacht, Kühlschrank und so kommen auch alles rein, aber es ist jetzt mal, wie gesagt, für die Aufteilungsplanung. Jetzt holen wir uns einen Esstisch, denken wir auch mal. Ah, da haben wir auch so einen runden bekommen hier, ja, das ist auch nicht so schlecht. Der ist so ein bisschen arg
Bold, ne? Der ist so ein bisschen arger. Vielleicht können wir da so ein. Ja, so vielleicht so einnehmen. Das ist immer mit so Farben da. Das gefällt mir eigentlich nicht so arg. Bisschen arg kitschig für ein normales Esszimmer. Aber ich glaube, ich würde mal den schönen Holztisch hier mal probieren, wobei das auch wieder eine andere Farbe ist hier. Das ist natürlich nicht so ideal. Aber da, ja gut, dann könnte man das hier nehmen, aber das gefällt mir, das ist mir zu düster für eine Küche, ganz ehrlich. Also ich guck mal, ob wir, ja, der neue ist da auch nicht wirklich schön, aber so ein runder Tisch wäre schon cool auch. Finde ich immer ganz familiär auch so, ne? So ein runder Esstisch. Ich meine, der ganz weiße sieht halt sehr plastik aus. Wobei, wenn man hier mit Stühlen vielleicht ein bisschen was arbeitet. Aber der Holzfarben, der war schon irgendwie ein bisschen schicker. Komm, wir probieren es mal mit dem. Was nehmen wir denn jetzt da für Stühle hier? Können wir die neuen da mal probieren? Kann man hier auch dann ein bisschen mixen, wenn wir hier das Weiße haben. Das ist wieder nicht so krass. Die hier passen doch ganz gut. Ja, dann probieren wir das mal so. Das ist doch toll, oder? Das ist doch schön hier. So ein schöner runder Esstisch, auch mit vielen Stühlen dabei. Ist wie ein langer Esstisch. Und ja, ich denke, mehr gehen eh nicht an die. Sitzen eh nicht gleichzeitig am Tisch. Das ist einfach so. Oh ja, die neue Couch haben wir ja auch. Das ist auch ganz schön. Ich werde wahrscheinlich nicht die weiße nehmen. Ich hoffe es. Wahrscheinlich nehmen wir am Ende wieder die weiße. Das ist so ein bisschen sowas beigefarbenes. Oder die ist auch schön mit den grünen Kissen da, ne? Das hat so ein bisschen was Lockeres auch. Das passt, glaube ich, ganz gut in so ein offenes Wohnzimmer rein. Oder die hier, ne? Dann gehen wir mal ein bisschen in diese braunen Beige-Töne rein. Dann können wir das vielleicht auch hier direkt mit dem Sessel ergänzen. Den gibt es ja auch. Ist das der dann? Oder welcher ist das hier? Mal gucken. Der da ist es, genau. Dann probieren wir das mal so. Vielleicht auch die nach hinten so ein bisschen, dass man hier so ein bisschen Luft hat. Ja, und dann gucken wir mal, was wir da machen. Ob wir Fernseher oder Kamin oder beides oder wie oder was. Das will ich mal gucken. Ich mag das Ding nicht, weil es so arg. Ja. Das ist immer so ein bisschen. Bisschen blöd, wenn die die ganze Zeit die Musik anmachen. Da kriege ich da doch die Krise. Aber dass wir das so mal grob einplanen, würde ich sagen. Dann haben wir hier noch Luft. Das ist auch nämlich ganz cool. Weil dann kann man mit diesen Gitterbetten da, ich sag mal diese, das kann man auch verschieben mit der mit dem Live-Modus, ne? Und dann kann man hier das quasi so ein Stück weit auch, dass man da nochmal ein bisschen Auslagerungsplatz hat, ne? Bunt wird es dann durch die Deko eh, es soll schon ein Familienhaus werden, schön bunt. Dann hat man hier nochmal so ein paar Aktivitäten, vielleicht können wir auch hier dann nochmal so eine Matte hin machen, weil wie gesagt, die Laufwege sind halt sehr relevant, finde ich. Und dann hat man da so ein bisschen Dynamik hier auch, dass man da so ein bisschen was ergänzen kann. Luft ist ja immer gut, ne, dass man hier auch, was machen wir denn da? Die sind alle so knuffig irgendwie, ne? Alles so knuffig. Oh nee. Können wir wieder nicht mehr mal die Teddys hier. Ja, dann gucken wir mal weiter. Wir haben ja auch eine neue Babywiege bekommen. Aber ich würde sogar tatsächlich die Base Game nehmen. Weil ich würde das, ich weiß, viele sagen immer hier, das wird dann verkauft und so irgendwie, ne? Aber ich würde die trotzdem mal einplanen, weil den Platz braucht man ja trotzdem. Ja. Und dann hier ein schönes Bettchen. Da haben wir doch auch ein neues bekommen. Doch wieder filtern, sonst ist hier viele Betten da, ne? Betten machen sie irgendwie immer. Dass man hier dann vielleicht so das reinsetzt. Das. Ja. Ich würde das so gegen die Wand stellen. Ist hier ein bisschen schade, dass von der Seite, aber da kommt eh kein Licht rein. Und ich finde es komisch, wenn man da auf der Veranda nach vorne zur Straße hin dann so ein riesiges Fenster reinsetzt. Und mit Vorhängen zuhängen, dann kann ich es auch gleich bleiben lassen.
Würde ich mal so machen, würde ich mal so machen, ja. Vielleicht können wir das auch noch, das bin ich gerade am Überlegen. Es wäre nämlich ganz gut wegen der Tür, ne? Machen wir das hier nochmal eins weiter. Jetzt holen wir uns mal die Türen. Jetzt muss ich wieder gucken, dass ich da natürlich nichts... Gibt es wieder keine Zimmertüren, ne? Wieder nur so Haustüren und so shitty. Oh, lass mich mal kurz was noch gucken. Wir haben ja noch... Wir haben ja noch diesen einen Bogen da. Vielleicht können wir den auch noch... Aber der sitzt vom Stil her zu... Ja, gut. Wenn man das in dieses Mid-Century-mäßig ist, also Bungalow auch, ne? Mid-Century-Modern, die Richtung das reinpackt, dann könnte das ja auch ganz gut passen. Den gibt es aber nur für die niedrigste Wandhöhe, ne? Gut, die mittlere wird hier eh nicht passen. Das ist schon wieder eine Wucht hier. Also man könnte das auch hier so ein bisschen, ne, so machen und dann so. Weil das hier auch nicht so schön ist, wegen der Stufe natürlich. Aber dann könnte man das so ein bisschen heimeliger machen, sage ich mal, ne? So, dass es wirklich schon vielleicht ein älteres Haus ist, aber dann renoviert wurde oder so. Aber man kann durchaus hier natürlich auch nochmal die Plattform reinsetzen. Wenn man Angst, dass die Wände wegmacht. Ja, danke. ist doch wahr, oder? Dass das so nochmal eine... Ja, so eine eigentlich eine ganz schicke Ergänzung ist. Weil dann hätte man auch hier die Möglichkeit einmal... Also wir können das nochmal ein halbes Kästchen rüber. Dann hätte man hier nochmal die Möglichkeit, das Bad quasi zu vergrößern, wenn man will. Oder wenn man da ein Sideboard rein. Aber da brauchen wir eine Tür. Das ist das Ding so ein bisschen, ne? Hier hätte ich ja so einen Kleiderschrank. Lasst uns das mal gucken, ob wir da einen Kleiderschrank überhaupt finden. Gibt es so einen? Oder ist ja mini. Aber da kann man ja zwei machen, oder? Kann man da zwei machen? Dann bleibe ich mal in diesem hellen Holzstil. Oder ist das, weil die oben, ja, die gehen oben so übereinander. Und die Toolmatte, die tut noch nicht. Sonst könnte man es minimal verkleinern. Ja, ich plane es mal so ein, aber wahrscheinlich werden wir das ändern. Dann können wir hier vielleicht eine Tür reinsetzen. Eine Tür. Ja, da würde ich jetzt tatsächlich die nehmen. Ich bin da ein bisschen schmerzlos jetzt. Habe mich umentschieden. Oh, die ist auch toll mit den Dingstüren da, ne? Und den Teenagern. Das hätten wir auch für die Kinder machen können, du. Das finde ich auch noch. Ja, dass man hier quasi die Badtür hat, dass man komplett ins Bad reinkommt. Aber hier würde ich trotzdem... Also normalerweise würde ich das hier nicht machen. Da würde ich ein Sideboard rein. Aber wenn man hier wirklich, weißt du, Baby-Challenge-Haus ist, man braucht kurze Wege und dann muss sie kurz aufs Klo springen können hier und nicht immer ganz vor bis zum Flur. Fände ich aber hier auch so, ne, dass man hier die Tür reinsetzt, dann kommt die hier direkt ins Bad und auch so kommt man schnell ins Bad. Und die Kids haben hier ihr eigenes Bad. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Ich glaube, das ist ganz gut so. So würde ich das, glaube ich, mal hier einplanen. Ist auch immer ganz gut, wenn man hier jetzt so eine Wand hat, ne, dann wo auf der einen Seite, das ist immer für die Planung, finde ich, ganz wichtig. Wenn man hier die Küchenschränke und so hat, braucht man ja da eh kein Fenster. Und wenn man hier dann auf die Seite dann die Badsachen reinsetzt, dann ist das auch ganz praktisch. Ich würde die Tür tatsächlich so ein bisschen rüber, dass man hier baden kann, ohne dass man... Wenn man reinläuft, gleich davor steht. Aber hier ist natürlich das Fenster, wobei wir das auch noch hier eins rüberschieben können. Dann können wir das nach hinten. Schwere eigentlich immer nach hinten. Das ist so schön, oder? Diese Duschbad-Kombination hier. Oh, that's it. I like. dann hat man hier ein schönes, großes Bad. Das ist dann auch okay. Ja. Okay, ich glaube, das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus hier, wa? Und dann können wir das hier auch noch mal kurz einplanen. Was hier auch immer ganz wichtig wäre, gut, es ist jetzt hier ein bisschen blöd, weil wir das Wellness-Tag-Pack natürlich hier nicht nutzen. Aber wenn man hier noch mal eine Dusche macht, können wir jetzt aber hier, glaube ich, dann sparen. Sparen. Weil die dann eh nicht zu zweit im Bad rumlungern. Aber die haben hier eine Ausweichmöglichkeit, ne? Wir können es vielleicht sogar auch noch so machen, dass wir hier diese Nische doch opfern, um hier das Ding ein bisschen größer zu machen, dass man hier tatsächlich nochmal auch eine Dusche drin hat. Da braucht man dann drei Kästchen mindestens. Weil das wäre, glaube ich, ganz gut. Dann ist das auch nochmal ne, Klo und Waschbecken.
Da ist das auch nochmal eine Ausweichmöglichkeit für die. Ja, ist halt blöd, weil es dann so ein Durchgangszimmer ist, ne? Wir laufen dann immer durchs Bad durch zum Ausgang. Aber dann würde ich das vielleicht mal so machen, dass man hier vielleicht die Tür hat. Dass das wirklich eher so ein Gästebad ist oder so ein, ne? Aber dass es trotzdem irgendwie schneller zugänglich ist, auch vom Kinderzimmer, und die nicht nochmal ein Stück weiterlaufen müssen. Ich denke, so ist es ganz gut. Man muss ja mal ein bisschen gucken, weil wenn man es so macht, dann hat man wieder keinen Stallplatz. Deswegen ist eigentlich ärgert es mich, dass die Tür so nah an dem Rand da dann klebt, aber so ist es halt. So eineinhalb Kästchen große Räume, oh, das wäre ein Träumchen, oder? Eieiei. Das wäre ein Träumchen. Gut, dann gucken wir uns das mal nochmal so an. Sollen wir hier nochmal ein bisschen mehr Vordach machen? Ich würde es gar nicht mal machen, da braucht immer nicht so viel Schutz. Optisch hätte ich es jetzt gemacht, ne, so ein Terrassendach nochmal, aber in Sims stört das eher, wenn das alles immer so im Dunkeln ist. Okay, dann gucken wir mal nach den Tapeten. Da haben wir auch neue bekommen mit dem Pack. Da passt es auch, glaube ich, ganz gut. Entweder mit dem Stein, würde ich, glaube ich, mal probieren, oder sogar mit diesem Stein, der auch ganz hübsch ist. Das hat wieder dieses Mid-Century-Style, ne? Dieses, das ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Hier gerade mit dem Beige vielleicht auch. Oder wir gehen in dieses... Ah, das ist zu dunkel. Ich glaube, ich will dieses Beige da mal nehmen. Das ist so ein bisschen freundlicher auch, ne? Ich mache mal alle. Und dann können wir die Säulen vielleicht anders machen, ne? Dass das nochmal ein bisschen Unterscheidung hier hat. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Dann könnte man die da vielleicht hier nehmen, ne? Welche mag ich mehr? Ich mag, glaube ich, die oder die wärmeren. Die ist ein bisschen wärmer, ne? Und die ist ein bisschen dezenter. Das passt beides. Das ist eigentlich egal. Ich will mal das hier nehmen. Probieren wir das mal so aus. Weil es vielleicht auch andersrum besser aussieht, ne? Weil durch diese Ecken da, da ist das nicht so schön, die Textur. Aber wenn man die nimmt, die passen ganz gut an die Ecken, ne? Die passen voll gut für den Säulen. Let's try it. Sonst könnte man auch davon, diesen anderen haben wir ja auch noch genug. Ja, ich glaube, so rum ist es besser, oder? Was denkt ihr? So in die Richtung vielleicht? Ist natürlich sehr steinig jetzt hier, ne? Ein sehr steiniger Kasten. In dem Fall würde ich hier auch, weil das auch so eine Art Ausbuchtung ist, würde ich das hier auch nehmen. Und ja, wieso aber eigentlich nicht, oder? Ist doch, kann man doch mal machen hier. Kann man, muss man aber nicht. Was auch mal ganz cool ist, wenn man hier noch so eine Halbwand zieht, also, ne, weil dann kann man das auch noch einfärben und es hat so einen Abschluss oben, was ganz schön ist. So kann man das machen. Ich würde sogar tatsächlich nochmal eins höher machen. Müssen wir die Halbwand natürlich auch höher machen. Dann hat es so einen Abschluss halt, ne? Das ist so eine runde Geschichte. Gucken wir uns das mal an. Ja, da ist doch hier Luxus pur hier, wow. Okay, dann machen wir das mal ringsrum. Ich würde mal sagen, haben wir das mal hier gebombt. Dann hat das auch mal, Haus auch mal so ein bisschen eine Form bekommen. Man könnte da auch noch, das merke ich gerade, so ein bisschen Oberlicht da reinmachen. Das ist auch ganz gut, wenn man so, so ein bisschen das Licht von oben dann reinbekommt. Dazu kann man ja diese Glasdächer hier nehmen. Was ja auch Base Game ist. Und jetzt merkt ihr auch, ne, der kommt ja gar nicht hier durch. Ja, da muss man mit dem Wandtool das mit Steuerung gedrückt halten, drücken, ne, und dann ist das quasi richtig. Das finde ich auch sehr, das hat auch sehr diesen Retro-Charakter, finde ich. Ich würde jetzt aber tatsächlich mal gucken, dass wir das vielleicht hier nochmal anpassen. Dass wir das hier so ein bisschen, modifizieren, dass das hier symmetrisch ist. Wir hier drei Kästchen, ja gut, dann lohnt sich's fast nicht. Ich trotzdem mal so machen. Und
hier dann vielleicht. Ne, da haben wir dann... Da ist unser Plattform-Dings. Ja, das passt noch. Und hier müsste der Flur dann sein. Jetzt haben wir hier 5 Kästchen. Aber dann machen wir es... Jetzt guck ich mal, komme ich da schon raus? Ja, da komme ich schon raus beim Ding. Ich hätte gerne noch eins hier im Flur. Das ist auch mal ganz gut. Und dann vielleicht hier nochmal eins im Kinderzimmer. Da können wir auch ein bisschen mittiger machen dann. Dass wir da nicht ans Bad kommen. Ja, ich denke, da ist gut. So, gucken wir mal, wie das aussieht. Ah, da sind wir eins zu weit drüben hier. Okidoki. Na gut, na gut. Na gut, na gut. Da ist jetzt halt nicht so der Renner, du. Aber... Wie machen wir das denn? Dann machen wir... Machen wir auf jeden Fall hier nochmal eins und das im Flur malen wir dann weg. So. Zack. Und das kommt weg. Und wieder hier weg. So. Dann hat man da einen schönen Lichteinfall und je nach Tageszeit kommt es auch. Ne? Wenn die Sonne von da kommt, hat man trotzdem auch Licht von oben. Ich finde, das macht so viel aus, immer wenn das so ein bisschen Licht- und Schattenspiel hat. Das sieht gleich viel gemütlicher aus irgendwie und, ne? Hat so ein bisschen was Dynamischeres dann auch. Ich würde massagen. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt hier, oder? Kann die natürlich hier auch noch flacher machen, wenn man will. Ich finde das jetzt aber gar nicht so schlecht. Hat irgendwie was. Können wir da auch noch ein paar... Ups. Können wir da auch noch ein paar mehr machen, oder ist das... Können wir mal nur eins, oder? Mal nur eins hier rein. So, kopieren. Dann da auch noch ein bisschen was. Mhm. Doch, so ist, glaube ich, ganz gut. Ganz gut, ganz gut. Jetzt gucken wir mal noch ein bisschen weiter. Was haben wir denn noch hier? Zusammenwachsen hier. Das können wir mal ein bisschen dekorisieren, in Anführungszeichen. Also man könnte natürlich hier auch mit reinbringen die Fahrräder-Thematik, ne? Dass man hier so ein bisschen da noch... Die Kinder stellen hier die Fahrräder ab. Macht oder so. Oder hier auch auf die Veranda natürlich. Das ist dann auch noch ganz gut. Wir müssen diese Wand hier, die Wand ist schon sehr, ja, lame. Alles haben wir schon, ne? Wir haben noch die schöne Schaukel hier, gibt's auch noch bei uns hier, natürlich. Und jetzt ist das hinten der Garten so ein bisschen ab vom Schuss. Jetzt machen wir mal so ein paar Pflanzendinger noch rein. Können wir mal gucken, ob wir da die Hecken da nehmen. Das ist wieder 45, 135. Das sind die lange hier, 45, die ist am günstigsten. Für die Größe. Dann kann man die hier vielleicht so ein bisschen hier nur abgrenzen, dass das da natürlich hier nicht so, ne? Dass das hier nicht so offen ist alles. Man kann die auch durchaus, finde ich immer auch ganz gut, man kann die auch hochleveln. Dann hat man einfach ein bisschen höhere Hecke, so ein bisschen ineinander natürlich. Dass das hier noch ein bisschen, dass das nicht so, ne? Dass man da nicht von der Straße so gleich reinglotzen kann. Aber wir brauchen eh noch ein paar Vorhänge. Sieht auch gar nicht mal so schlecht aus, weil wenn die Hecke so ein bisschen dynamisch ist. Im ersten Moment stört das, glaube ich. Aber wenn man sich das so anguckt, dann sieht das irgendwie harmonischer aus. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal ein Bäumchen. Ich gucke da immer, was man in der Umgebung so hat. Aber da haben wir ja eh die Möglichkeit, dann die Basecamp-Bäume zu nehmen. Die hässlichen, Entschuldigung. Aber ich nehme da immer ganz gern vielleicht so ein bisschen, ne? Die haben wir hier auch. So ein bisschen weniger dichte Bäume, damit man da ein bisschen Luft noch hat. Damit das nicht so... Ah, bin ich am Überlegen, ob man da auch noch für einen kleineren... Damit man da ein bisschen auch nicht das immer vor der Fresse hat. Aber die blenden sich auch relativ früh aus im Gameplay. Und dann ist das so ein bisschen natürlicher alles, ne? So ist, glaube ich, reicht auch schon. Vielleicht hier auf der Seite noch ein, dann ist das so ein bisschen abgetrennt hier beim Schlafzimmer. So ist, glaube ich, ganz gut. Ganz gut, dass der ja nicht hier reinwächst, hoffe ich mal. Immer so die Sache, ne? Man weiß es nie.
die da nicht reinkommen. So ein bisschen macht ja nichts, solange man es hier nicht sieht. Und das ist gut. Das sieht gut aus. Ja, jetzt würde ich da natürlich noch so einen Weg pflastern. Da gucken wir mal, ob wir die für diesen Betonstil vielleicht ein bisschen fortsetzen. Ansonsten haben die auch, glaube ich, gerade mit dem Holz ganz schön auch dieses etwas Retro-mäßige. Unter dem Dach finde ich das gar nicht mal so blöd. Wenn man das hier auch vielleicht nutzt. Oder man nimmt natürlich einen schönen Stein rein. Ja, für draußen ein bisschen besser, ne? So eine Holzdinge musst du immer gut schützen. Wachsen oder was weiß ich, damit das hier nicht kaputt geht im Freien. Was haben wir denn da noch? Mal diese ausgelutschten Dinger da, ne? Da ist immer irgendwie, ich weiß auch nicht, ich kann den Boden da nicht mehr sehen, aber der passt schon gut auch. Ja, der passt schon gut, ja. Und das finde ich dann gar nicht mal so blöd. Lass uns das mal so probieren. Wir können auch hier theoretisch diese Ding hier so ein bisschen wegmachen. Das wäre dann noch vielleicht sogar noch ein bisschen Space für die... Das wird auch gleich geklaut, liebes Kind. Dass man hier, den Sims nicht, noch so eine Art Carport hat, quasi so einen kleinen Parkplatz. Finde ich, glaube ich, nicht so schlecht. Machen wir das mal so. Machen wir das komplett hier zugepflastert. Hier Boden. Flächenversiegelung incoming. Aber dass man hier nochmal so ein... Ja. Glaube ich, gar nicht so schlecht. Wir haben ja auch so Winkel und so, aber das können wir jetzt, glaube ich, hier nicht gebrauchen. Was haben wir denn da noch bekommen? Gibt es noch die Zäune? Das ist immer so teuer, die Zäune. Ich will ja ein bisschen auch gucken nach dem Geld, ne? Gehen wir mal rein nochmal, dass wir ein paar grundlegende Sachen... Ich würde tatsächlich in diesem Beige-Spawn bleiben. Dass es so ein bisschen so ein Retro-Haus wird, wisst ihr, wie ich meine? Aber trotzdem mit so modernen Akzenten. Also zum Beispiel diese Duschkombi, die ist auch dann in dem Ton. Dieses Mid-Century-Style-mäßige, aber das ist halt... Das ist halt so ein bisschen, uriger ist noch. Wisst ihr, wie ich meine? So ein bisschen, ja, ne? So ein bisschen, für innen mit Stein ist ein bisschen blöd. Aber das wäre auch noch ganz cool, wenn man hier dann die Theke hier so abschließt mit dem, mit dieser Säule da. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Dann könnte man hier sogar auch noch, wenn man will, die Spanntrille reinpacken, wenn man das... Wir mixen da ein bisschen den Style, ich weiß, aber es ist, glaube ich, gar nicht mal so blöd. Und das hier nochmal so ein bisschen rustikaler einrichtet. Sollen wir das eins vor noch machen, oder? Ich würde sagen, dann machen wir das hier wieder weg. Weil das passt so gut mit dem Holz und so. Ich finde das, echt schickimicki hier. Diese Theken kann man ja auch halb auf die halbe Höhe hier setzen. Das ist, glaube ich, harmonischer. Und dann können wir hier noch so ein paar Hochstühle und sowas reinsetzen. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Hier ist in dem Base Game. Nee, da. Weil. Das natürlich ganz wichtig auch ist. Ich bin gerade am überlegen, brauchen wir mehrere Hochstühle oder ist das die vielleicht zwei oder so, ne? Weil wenn man das mal gucken, aber ich glaube die Farbe, dann können wir die nehmen. Wenn man nur eine Mama hat bei der Baby Challenge, soll ein Baby Challenge Haus sein. Dann ist das ja eigentlich ein bisschen blöd, ne? Also man muss ja dann... Sollen wir das hier reinsetzen? Ich glaube, hier ist ganz okay, ne? Ein bisschen weg vom Mülleimer. Vielleicht auch hier nochmal so ein bisschen was. Weil eigentlich kann man eh nur ein Kind dann pflegen, aber... Also, füttern. Aber ich würde mal so zwei reinmachen, dass es eine Ausweichmöglichkeit gibt. Falls eins mal einpennt im Stuhl und man es nicht rauskriegt. Okay, also soweit mal meine Aufteilung. Ich bin mega gespannt auf euer Feedback.
Weil das wird schon, glaube ich, spannend dann auch sein, was euch noch auffällt. Diesmal habe ich den Mülleimer nicht vergessen. Ich bin voll stolz. Das gibt schon mal einen Daumen nach oben, würde ich sagen. Vielen lieben Dank euch. Und hier machen wir es so in Sandkasten rein, wie gesagt. Ne? Das hier ist so irgendwie, das wird natürlich alles noch schön gemacht. Baumhaus haben wir da, ne? So Aktivitäten, die kommen alle unter. Wir haben genug Platz, auch ein bisschen Ausweichmöglichkeit. Spielen in der Mitte, kurze Wege. Und hier dann auch nochmal ergänzt, dass wenn man dort ist, dann auch die Objekte nutzen kann, die natürlich relevant sind, um die Challenge gut zu meistern. Dann packen wir hier draußen vielleicht noch so eine Staffelei hin, weil die müssen ja auch irgendwie Geld verdienen immer, die. Hier haben wir ein relativ, also ein sehr großes Bad, muss man sagen. Wir haben auch genug Bäder, damit das hier sich nicht so arg blockiert, zumindest wenn die autonom handeln. Und ich denke mal, soweit ist das gar nicht mal so schlecht, oder was sagt ihr? Bitte mal kommentieren. Vielen lieben Dank euch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.